Alles gut. Es geht noch nicht los. Ich habe eine Bitte. Nein, pünktlich um 6 steht die Band auf der Bühne. Keine Sorge. Falls einer das nicht weiß, ich bin der Werner Nolden und hier seit 37 Jahren der Veranstalter. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir wieder mit euch feiern dürfen. Es hat uns unheimlich viel Spaß gemacht, dieses Fest hier vorzubereiten. Vieles von dem, was hier heute ist, haben wir schon vor 2 Jahren geplant gehabt, mit Ausnahme des Auftritts von heute Abend. Da wussten wir ja nicht, dass es hier eine Abschiedsvorstellung gibt. Ich habe aber eine Bitte in eigener Sache. Wir hatten mal 10 Angestellte, 60 Kellner und ich weiß nicht was alles. Aber wir hatten jetzt 2 Jahre Corona, wir haben nur noch 5 Angestellte, nur noch 20 Kellner und jetzt kommt's. Wir haben uns in den letzten Wochen bemüht, neues Personal zu beschaffen und wir haben auch neues Personal bekommen. Meine Bitte ist, da in diesen Bierständen sind so meine 20, 25 harten Jungs und Mädels, die seit 20 Jahren für uns arbeitet, es sind aber auch 20 ganz, ganz junge Leute. Es sind aber auch 20 junge Leute im Alter zwischen 16 und 19 Jahren, die noch nie in ihrem Leben einen Bierstand von innen gesehen haben. Erstens müssen die um 10 nach Hause heute Abend, so wie gestern auch. Und zweitens, bitte habt Geduld, wenn das Zapfen mal ein Minütchen länger dauert. Ja, also habt ein bisschen Geduld an den Bierständen. 10 Stück haben wir auch hier den neuen Zipfer extra aus Österreich geholt. Der steht dann auch auf der Oplaner Bierbörse und auch nächste Woche auf der Kölner Bierbörse. Also ich sag schon mal viel Spaß und in 10 Minuten geht's los. Ja, könnt ihr mich alle hören, auch da hinten? Ja. Gut. Ja, 18 Uhr, wir sind pünktlich. Wir sind pünktlich wie die Hühner morgens früh, das ist ganz normal. Ja, das ist ein sehr emotionaler Abend hier für mich. Ich kann das auch erklären, ist ja nicht nur für mich, sondern auch für den jüngeren Herrn, der hier heute seinen Schlebusch-Abschied feiert. Für ihn ist das ein ähnlicher Abend. Ich habe mir mal so 2, 3 Daten aufgeschrieben. Am 18. Dezember, die etwas Älteren unter euch wissen das, am 18. Dezember 1983 hat da vorne auf der Bergischen Landstraße der erste Schlebusche Adventsmarkt stattgefunden und auch ein kleiner Weihnachtsmarkt. Da gab es eine Band, die hieß Uste Lameng. Und den jungen Herrn, der da spielt, den kannte ich schon ein paar Jahre länger. Der ist nämlich mit mir zusammen Taxi gefahren in Wiesdorf. Und als ich Veranstalter wurde, hatte ich keine andere Chance. Ich musste die Band immer verpflichten. Und dann gab es an diesem 18. Dezember 1983 eine ganz besondere Begebenheit. Henning hatte Pause, es war gerade nichts zu tun. Dann sagte der Junge, ich zeig dir mal mein Zuhause. Und dann sind wir da hinten über den Hammerweg hier in den Park reingegangen. Und ungefähr da in der Höhe hier von dem Zipferbierstand blieb der Henning stehen und wir schauten hier in das große, weite Rund. Da sagte er, Werner, hier könnten wir einen Volksgarten draus machen. Aha. Habe ich im Hinterkopf behalten. Im nächsten Jahr im Sommer war es dann soweit. Am 15. Juni 1984, es war ein Freitag, stand da vorne, da hinten, da wo es die leckeren Steaks gibt, ein Bühnenwagen, oder besser gesagt, so was gab es ja damals noch nicht, von der Spedition Dünne hier aus Schlebusch, so ein großer Auflieger. Und da stand natürlich wieder Henning mit seiner Uster Lameng auf der Bühne. Und so kam eins zum anderen, irgendwann ein paar Jahre später, da stand die Bühne schon hier, da waren die Hühner hier auf der Bühne und dann passierte das, was passieren musste. Der Peter Werner von den Hühnern sprach mich an, wer ist denn das, der Junge? Ich sag's, der Henning, mit dem fahr ich zusammen Taxi. Ja, kann ich den mal ansprechen? Sag, ja bitte. Ja, mittwochs drauf war er schon im Studio.
So, wollen wir anfangen? Die Hörner! Vom Balkon, der Blick auf das Dom und die Hüße von dem All.
uns erklären, ne? Wir haben mit Hey Köller angefangen, damit die Jungen diesen Tag hier überstehen, die übrigen Höhner. Es ist mir knopflich. Ui, ja. Ich habe ein bisschen zugenommen. Ja, ja, ja. ich hätte lieber natürlich gesagt, hey, ich liebe euch, du bist hier voll. Weil, meine Herren, liebe Kollegen, darf ich euch vorstellen, da unten, da steht meine Familie, also Verwandtschaft, meine Freunde, meine Nachbarn, ehemalige Nachbarn, alles Menschen, mit denen ich im Sandkasten zusammengespielt habe. Dreh dich mal rum, Patrick, guck mal hier. Einmal, guck mal alle, das Bild kommt morgen auf der Titelseite hier. Guck mal. Hast du Uwe? Mein stolzer Kollege hat funktioniert. Also, ich habe euch diese unglaubliche Familie vorgestellt. Und jetzt stelle ich euch den Neuen vor. Das ist er, der Neue. Patrick Glück! Vielen, vielen Dank. Ja, hier hat alles angefangen, habe ich gehört. Jetzt geht's los! Nicht, aber ich habe eine Idee. Eigentlich wollen wir euch jetzt in karibische Gefilde entführen, aber das hattet ihr ja gestern schon, da waren es ja schon 40 Grad. Jetzt würde ich mir wünschen, dass wir für den Krauti alle mal für den Henning den rechten Arm in die Luft heben und wir winken jetzt dem Henning, weil den Henning entführen wir jetzt nach Havanna. Anna, Henning, komm mit nach Havanna. Wir winken zusammen. So, das sieht schon sehr gut aus. Auf
analog OP. Ich habe klasse aus, Gabi, hast du das aufgenommen für die Rheinische Post? Sah total toll aus, aber vor allem weil Bewegung in der Menge ist. Das soll auch beim nächsten Lied so sein. Es gibt Leute, die sagen uns nach, die Höhner sind schuld dran, dass es diese Pandemie gegeben hat. Nur weil wir vor etwa 4 Jahren ein Lied geschrieben haben, das da heißt, wir halten die Welt an. Seid versichert, liebe Nachbarschaft, die Höhner sind nicht schuld an der Pandemie. Und die Welt hat ja auch nicht wirklich angehalten, aber wie man sieht, heute fängt das Leben wieder so richtig an. Ich hoffe, ihr kennt die Choreografie zu dem Stück. An einer bestimmten Stelle, bei den Temperaturen dürfte das ja auch sehr gefährlich sein, einfach so einzufrieren. Mal gucken, musst du filmen, Gabi. Ich gebe dir immer Regieanweisungen, das Mädchen von der Rheinischen Post. Wir versuchen das einfach ohne weitere Erklärung. Auch Daniela ist auch da. Wir halten die Welt an! Kurz vor 6 und wir sind hellwach, noch bevor der Wecker klingelt. Aufgeregt, voller Tatendrang und mit großer Zuversicht. Mit den Herzschlägen deiner Hände und dem Wind, der niemals brennt. Eine Chance, uns aufzuhalten, gibt es nicht. Komm, wir halten die Welt an, um ewig zu bleiben. An diesem Tag kann der Himmel mit
Vielen Dank, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Im Video war noch ein Leverkusener zu sehen. Vielleicht habt ihr nicht mehr wieder erkannt. Er war damals noch etwas fülliger. Rainer Kallmund war da eben ganz kurz zu sehen. Habt ihr nicht gesehen. Aber im Geiste war er heute mindestens dabei. Es gibt noch etwas zu feiern in diesem Jahr. Im Spätsommer, man glaubt es kaum, man sieht es auch eigentlich gar nicht, werden die Höhner 50 Jahre jung. Applaus. Jahre, davon habe ich auf dem Buckel. Am 22. Juni 1986 haben wir genau hier gestanden und die Höhner hatten gerade aufgehört zu spielen. Und Peter Horn, weil er Familienvater wurde, sein Erstgeborener wurde ein paar Monate später geboren, hat seinen Abschied angekündigt und dann haben wir mit unserer Menge danach gespielt über die Anlage der Höhner und der Rest ist Geschichte. Und in der Zeit sind unglaublich viele Lieder entstanden, die wir jetzt unmöglich alle singen können. Wir haben uns erlaubt, ein kleines, wie heißt das Ding nochmal? Potpourri heißt das, ja. Ein kleines Potpourri zusammenzustellen und das ist eigentlich günstig. Ihr steht alle so schön eng zusammen. Wenn ihr jetzt noch links und rechts euch einhakt beim Nachbarn, bei der Nachbarin, dann sollte das geil aussehen, wenn der komplette Wuppermannpark, quasi der Central Park von Schlebusch, jetzt in Wallungen gerät. Wir spielen ein Medley. Ich bin ein Räuber. Ich trau' ein Leckerchen, ich griff das Stund auf mich. Es sprach mich an, trinkst mit mir ein Bier. Ich sag, lief Mädchen, ich muss dich warnen. Los! Der Finger weg von mir. Ich bin ein Räuber, rief Marielchen. Bin ein Räuber durch und durch. Ich kann mit Treusen leben allein. Ich bin Ich bin
Dickie, sag jetzt. Was möchtest du denn hören? Ich bin gespannt, was du jetzt hörst. Ja, an der Stelle machen wir für den Henning immer eine Pause. Du musst dich ein bisschen beruhigen jetzt, hat zwei Lieder hintereinander so flott. Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Nein, an der Stelle möchten wir darauf hinweisen, ihr kennt alle die Situation, wenn man Richtung Köln fährt und dann irgendwann am Horizont die Silhouette des Doms erkennt. Dieses Gefühl haben wir ganz oft und das haben wir in einem Lied eingefangen, denn ich denke, jeder einzelne von euch hat die schönste Straße, die nach Hause führt. Die schönste Straße und Minger Reis, die führt nach Hause. Ich war in Rom und in Paris. Mich triefet Fernweh dahin, wo die Welt am Eng ist. Ich wollte Russ, an ihr sögt am Glück. Doch irgendwann trocknet mich dann wieder zurück. Und jedes Mal, wenn ich den Tod von wegen sah, an ich gewusst, die schönste Straße auf meiner Reise, die führt nach Hus. Die schönste Straße auf meiner Reise, die führt nach Hus. Ich hab ne Welt gesehen, komm nur jetzt an. Ich fuhr mit dem Rucksack voller Trübe vor den Ozean. Zuhören. Wir erlauben es uns einfach noch eine etwas ruhigere Nummer hinterherzuschieben. Auch ein Liebeslied, allerdings nicht an unsere Stadt, sondern eine Liebesgeschichte, die sich in unserer Stadt zugetragen hat. Dann allerdings unter Tage, würde ich sagen, in der U-Bahn. Im folgenden Lied geht es um den Engel von der Linie A.
der Stadt. Fix und fertig vom Dach, noch mit einem auch wach. Gegenüber von mir, durch uns du, kurz vor Träumen aus der Tür. Mega Blick kräften an dir, Wort vom Donner gerührt. Singt sie sowas immer besser, ne Freddy? Ja, ihr Lieben, als ich eben hier die Treppe hochkam und habe hier rausgeguckt und habe so viele Menschen gesehen, also wir haben ja schon einiges in den letzten Monaten erlebt, aber es war ja auch Corona und so, ne? Und dann wieder mit so vielen Menschen hier, ist das nicht fantastisch? Ist es nicht schön, wieder Musik erleben zu dürfen, bei Sonnenschein, bei bestem Wetter, mit Freunden, Familie zu feiern? Denn wir haben uns die letzten Monate ja oft genug gefragt, wann geht der Himmel wieder auf? Und es gibt noch ganz viele Menschen auf der Welt, die fragen sich das jeden Tag. Deswegen für die jetzt der Song, wann geht der Himmel wieder auf?
allein. Noch ein bisschen lauter. Fantastisch, Liebusch. Impfpass. Ein paar von euch haben ihn vielleicht. Der Rudepass, das Original, der Kölsche Pass. Ruht, wie sie schenkt. Der Pass, der
der absolute Wahnsinn. Hört ihr uns denn noch da hinten? Ja! Gute Anlage, gute Anlage. Und guter Tonmann, ja. So, ihr Lieben, jetzt wird's spannend. Die letzten Lieder war ja einfach. War ganz einfach, kanntet ihr fast alle, ne? Jetzt kommt was Neues. Jetzt könnt ihr beweisen, dass ihr wirklich Text- und musiksicher seid. Denn nach dem ersten Refrain verlangen wir jetzt von euch das Mitsingen. So. Nein, das werdet ihr hinkriegen. Wir präsentieren euch unsere neue Nummer. Die heißt so viel wie Prinzessin. Prinzessin. Ja, ist das schön, ne? Und dieser Prinzessin, der passieren so ein paar Dinge. Weil von allen Seiten kommen da so ein paar Typen, die sind ganz seltsam. Und davon erzählen wir euch jetzt. Prinzessin! Du stehst an der Tee mit Dingen Schmetterlingsflügeln und all die Typen neben dir sind kaum noch zu zählen. Feel
Neue, der Alte, das Bekannte. Zeit für Rock'n'Roll! Der liebe Gott weiß, dass ich kein Engel bin. So ein kleiner Teufel steckt doch in jedem Blut. Der liebe Gott weiß, dass ich kein Engel bin. Das mit dem Himmel, das kriegen wir schon. Ich fahr mit zwei und Sachen und Paradies. Ihr werdet schon irgendwie eine Stunde vorher hier und steht immer noch auf dem selben Fleck und bewegt euch und total sportlich. Bevor wir jetzt eine kleine Pause machen, singen wir noch eine. Und dann werden wir dafür, dass wir dann alles aus. Ihr könnt schon noch mal Bier holen gehen. Und die von hinten kommen nach vorne. Und die von, ja, und dann verteidigt eure Plätze. Ja, wegen der Höhner würden wir jetzt keine Pause machen, aber ich habe darum gebeten. Man wird ja nicht jünger, oder? Dennoch, denke ich, sollten wir jetzt zum sportlichen Teil übergehen. Ich meine, wenn nicht jetzt...